Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Raimund Engel und ich freue mich, euch bei der siebten Ausgabe von unserem Café Still Point zu begrüßen. Unser Gast heute ist der Christian Hartmann aus Oberbayern. Christian ist einer der umtriebigsten Leute in der deutschsprachigen Osteopathie, hat als Physiotherapeut begonnen, wurde dann Arzt. Hat dann auch eine Osteopathie-Ausbildung begonnen und ist da im vierten Ausbildungsjahr, das schon eine Weile, ich glaube seit 20 Jahren oder so, weil er hat sich dann eigentlich von seiner Haupttätigkeit her einen ganz anderen Bereich zugewandt, nämlich dem Verlegen und den Büchern. Und viele von euch kennen wahrscheinlich seinen Jolandos Verlag und auch seinen Jolandos Buchversand, wo er erstens einmal überhaupt alle osteopathischen Bücher für uns zugänglich macht und wo er aber noch dazu die ganzen Klassiker der Osteopathie ins Deutsche übersetzt hat und verlegt hat. Und bei dieser Arbeit lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass man sich auch mit der Geschichte und der Philosophie der Osteopathie wirklich intensiv beschäftigt. Und der Christian ist von daher einer der profundesten Kenner der osteopathischen Geschichte, der auch Seminare abhält zu dem Thema. Und ich habe jetzt vergessen, wie viele Seminare du schon seit 2003 oder 2004 da abgehalten hast, aber sehr viele. Und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei uns im Café Still Point zu Gast zu sein. Und ich bin ja auf die Idee gekommen, dich einzuladen, weil gerade vorige Woche oder vor 2 Wochen, als ich meine Planung gemacht habe und das ganze Projekt entwickelt habe, da ist ein Jolandos Newsletter in mein Postfach geflattert zum Thema Osteopathie und Infektionskrankheiten mit einem längeren Ausflug in die osteopathische Philosophie. Und da habe ich mir gedacht, das ist ein tolles Thema. Und here we are. Herzlich willkommen, Christian. Hallo, grüß dich Raimund und vielen Dank für die Einladung und hallo an alle nicht gesehenen, von mir gesehenen Zuseher hier. Und ja, ich freue mich einfach auf das Gespräch jetzt mit dir, weil ich kenne Raimund auch als sehr umtriebig und auch nicht immer ganz Mainstream. Und das ist sowas, was mir sehr liegt. Wir haben seit 20 Jahren immer wieder sehr spannende Diskussionen miteinander und haben ja auch die Liebe zu den Büchern gemeinsam. Ich war ja auch 20 Jahre lang Nebenerwerbsbuchhändler. Und es ist schön zu sehen, wie viele neue Dinge du immer oder neue alte Dinge du auf den Markt bringst, die lange nicht erhältlich waren oder zumindest noch nie auf Deutsch erhältlich waren. Ja, danke. Bist du durch die Coronavirus-Krise jetzt auf das Thema Infektionskrankheiten gestoßen worden oder wie ist dir das eingefallen? Oder war das schon etwas, was schon länger in deinem Kopf irgendwo war? Ja, das ist also nicht, sage ich, in meinem Kopf allein gewesen. Das ist im Grunde ist es in der ursprünglichen Osteopathie Tagesgeschäft gewesen. Wenn man sich alte Bücher anschaut aus der Zeit, so um 1900, und auch Lehrbücher anschaut, dann ist ein Großteil der Indikationen, die behandelt werden, Infektionserkrankungen. Also das war das Hauptgeschäft eigentlich. Im Grunde war das auch die große Frage von Andrew Taylor Still, der 3 Kinder verloren hat durch eine Infektionserkrankung. Und das war eigentlich auch das große Problem der damaligen Zeit. Also das ist ein ganz anderes Patientengut, in Anführungsstrichen, gewesen damals als heute. Das ist schon mal ein sehr großer Unterschied. Was dann später untergegangen, das war eine historische Entwicklung. Weniger die Leute, die sich beim Tennisspielen verletzt hatten Ja, das ist ganz einfach, weil die Kultur sich verändert hat. Verändert sich natürlich auch, verändern sich die Arbeiten, verändert sich der Alltag und damit verändern sich natürlich die Beschwerdebilder, so wie wir heute halt sehr stark psychosomatische Beschwerdebilder haben. Die findet man in der Zeit auch anders beschrieben, aber bei weitem nicht in diesem Fokus. Also das bedeutet auch der Vergleich. Wenn man alte Texte liest, muss man das ein bisschen berücksichtigen. Wenn man die heutige Zeit überträgt, dann wird das schwierig. Und damals war eben vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nicht nur in Amerika, dort wo die Osteopathie entwickelt worden ist, sondern auch und zentral in Europa eine große Frage, die Ursache nach Krankheiten. Daraus ist ja dann die Bakteriologie entstanden, Immunologie dann, hier Koch, Pasteur, Bernard, Bechand.
Und parallel dazu hat Still in Andrew Taylor Still in Amerika sich mit den Dingen beschäftigt auf eine ganz andere Art und Weise, aber eben hauptsächlich getrieben von der Frage, was ist eigentlich die Ursache für Krankheit? Das ist dieselbe Frage wie in Europa gewesen. Mhm. Und daraus hat er sein Konzept entwickelt und es war eben in die Zeit eingebettet, vor allem ausgerichtet auf die Behandlung von Infektionserkrankungen. Und damit erklärt sich auch das Modell, das überhaupt nichts mit Bone Setting oder sowas zu tun hat, sondern von Anfang an ausgerichtet war auf die Behandlung des Menschen, der an einer Krankheit leidet, an dem ganzen mhm. System. Also hochkomplex von Anfang an, in einer sehr einfachen Sprache beschrieben, aber sehr hochkomplex. Das ist dann untergegangen in der Geschichte und vor einem Jahr, ein bisschen länger als vor einem Jahr, im Sommer 2019, nee, noch früher, Entschuldigung, Februar 2019 war ich in London in Archiven, um alte Texte auszugraben und dran zu schnuppern. Und da war ich mit Jane Stark und die hat gerade was vorbereitet. Jane Stark ist eine kanadische Osteopathin, die ihr Leben seit 25 Jahren der Sichtung und Sicherung alter Texte widmet. Und meiner persönlichen Meinung nach die wichtigste Persönlichkeit auf lange Sicht in der Osteopathie ist, weil sie einfach Grundlagen freilegt, die sonst verloren gegangen wären. Und sie hat gerade an einem Vortrag gearbeitet, den sie dann im Herbst in Deutschland beim VAD-Kongress gehalten hat, nämlich über Osteopathien der spanischen Grippe. Und die war ja 18, 19, 20. Und da hat sie mich gefragt, gibt es eigentlich bei euch in Deutschland Literatur, osteopathische, in der irgendwas über Infektionserkrankungen steht? Dann habe ich mal kurz nachdenken müssen und musste eigentlich eingestehen, von der Literatur, die ich kenne, bis hin zum Lehrbuch der osteopathischen Medizin. Da wollte ich gerade sagen, Johannes Meyers Buch, da könnte was zu finden sein drin. Da würde ich anfangen. Na, richtig, okay. Genau. Mhm. Und das war auch die erste Frage von Jane, ob in diesem Lehrbuch, in dem praktisch von den ärztlichen Osteopathen geschrieben ist, drin ist, weil das läge ja auf der Hand. War nichts drin und wir haben uns dann lang über das Thema auch unterhalten und sie hat dann auch einen hochkomplexen Vortrag gehalten über den Zusammenhang Osteopathie und spanische Grippe, wie erfolgreich Osteopathie war, mhm. natürlich unter anderen wissenschaftlichen Standards. Das ist natürlich damals nicht so gewesen wie heute, aber es gibt ganz starke Hinweise, dass Osteopathie deutlich besser abgeschnitten hat als die orthodoxe Medizin der damaligen Zeit. Und da ist das Thema das erste Mal ein bisschen hochgekommen und ich habe angefangen, mich intensiver wieder in die alten Texte bezüglich dieser Sache reinzuarbeiten. Und als das leider jetzt passiert ist mit dieser Pandemie, sind da die Sachen dann zusammengekommen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, das versuche ich mal ein bisschen in die Öffentlichkeit zu stellen, auch um ein bisschen mal kritisch nachzufragen, warum ist das eigentlich bei uns nicht hier? Mhm. Warum ist es kein Thema, in den Ausbildungen kein Thema? Obwohl es eigentlich ursprünglich der Kern war. Und bist du in der Geschichte bis zu dem Punkt gekommen, wo das verloren gegangen ist? Es gibt, dazu muss man sagen, das ist ja eine Frage, die ich immer wieder stelle, was ist eigentlich Osteopathie? Das kann man eigentlich so nicht beantworten. Es ist meiner Meinung nach, in drei großen Strömungen gegangen. Also die Geschichte hat sich in drei große Osteopathie-Strömungen aufgeteilt. Und die gehen ganz vollkommen verschieden mit diesen Sachen um. Und das eine ist halt die amerikanische Osteopathie, die von Anfang an im ärztlichen Kontext mit Infektionserkrankungen gearbeitet haben, Stichwort spanische Grippe, die aber dann große Probleme gekriegt haben berufspolitisch, ums Überleben gekämpft haben und sich relativ schnell an die amerikanische orthodoxe Medizin assimiliert haben, um einfach weiter einen gewissen Status zu halten. Stichwort Flexner Report. Das war 1910, das war einer der ersten Katalysatoren. Das war eine Umfrage auf Initiative der American Medical Association mit den Qualitätsstandards der orthodoxen Medizin. Und da sind damals sämtliche medizinischen Ausbildungsstätten in Amerika evaluiert worden. Und natürlich sind die meisten, die nicht den universitären Standards entsprochen haben und vor allem der Materia Medica der orthodoxen Medizin, sind halt ganz stark abqualifiziert worden. Das ist derselbe Mechanismus, den wir heute auch haben, wenn Qualitätsstandards gerufen wird. Mhm. Weil nie die Frage gestellt wird, wer setzt denn eigentlich diese Standards? Ja? Und damit hat man dann im Grunde mehr oder weniger die Osteopathie um 1910 schon angefangen, in eine Ecke zu drängen. Da waren aber die Alten noch am Leben.
Und da war noch relativ viel Feuer da. Und das ist aber dann, nachdem diese Generation weg ist, ganz schnell weggegangen. Es kam zu einer Assimilation. Und man hat relativ schnell dann auch zu Impfungen, zu Antibiotika, nachdem die entwickelt waren, gegriffen, hat das andere mehr oder weniger dann vergessen. Das ist auch einer der Gründe, warum die Osteopathic Manipulative Techniques in der Ausbildung in der amerikanischen Osteopathie eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Vorwiegend im Low-Back-Pain-Bereich angewendet werden. Das ändert sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren ein bisschen. Wieder, wo man sagt, das ist jetzt doch der ganze Körper, den man damit behandelt. Und aber es ist noch ein sehr starkes Assimilationsdenken da. Also da ist jetzt eine sehr große Vermischung zwischen orthodoxen und osteopathischen Ideen. Der zweite Strömung ist die englische Bewegung. Da ist John Martin Little schon eine führende Persönlichkeit, die die Osteopathie zwar nicht als erste dorthin gebracht hat, aber einen großen Einfluss gehabt hat. Problem war, dass die berufspolitischen Bedingungen in England komplett anders waren in Amerika und Osteopathie von Anfang an nicht als Medizin praktiziert werden durfte. Dazu gab es in England eine sehr, sehr große Bonesetter-Tradition und man hat ganz schnell die zwei Sachen zusammengeschmissen. Ah, okay. Da man als Osteopath nicht medizinisch arbeiten durfte, war man reduziert sozusagen auf das, was die Bonesetter behandelt haben. Und dann gab es berufspolitische Querelen, wie das immer so ist. Und dann hat es nach dem Tod von John Martin Littlejohn um seine Schule, die British School of Osteopathy, einen großen Kampf gegeben, in welche Richtung man da eigentlich weitergehen sollte. Und da hat dann unter der Führung des englischen Orthopäden Alan Stoddard, hat es mehr oder weniger eine Übernahme gegeben. Und dann ist aus der Osteopathie, die in England eh schon sehr stark parital strukturell orientiert war, alles andere nicht mehr medizinisch, ist dann noch mehr praktisch diese parietal strukturierte Entwicklung gekommen. Das ist auch der Grund, warum vor allem in den Commonwealth-Staaten Osteopathie als Behandlung von Low Back Pain im Sinne einer, sag ich mal, Bonesetting gehobenen Niveaus gesehen wird. Eigentlich paradox, dass die Schule, die von Littlejohn gegründet wurde, dass die in so eine Richtung geht, wo ja Littlejohn, soweit ich das weiß, der war, der die Physiologie ganz stark mit eingebracht hat in die Osteopathie und der war, der auch da sehr viel auf systemische Erkrankungen Wert gelegt hat, der sehr viel über das autonome Nervensystem gesprochen hat. Eigentlich etwas, was man nicht so erwarten würde. Ja, es ist halt, es war halt einfach Littlejohn, auch Karl McConnell, aber wir kennen halt eher, Littlejohn ist derjenige, der erkannt hat, was eigentlich für ein Potenzial in den Prinzipien gesteckt hat von Still, hat aber auch sofort gemerkt, dass das nicht mit der Wissenschaft anschlussfähig ist. Und hat praktisch die großen Ideen von Still runtergebrochen in die kleinen anatomisch-physiologischen Details. Und dabei ist ihm halt auch aufgekommen, dass das Verständnis der Physiologie wichtiger ist als das Verständnis der Anatomie. Still hat ja über Anatomie viel geschrieben, aber im 19. Jahrhundert gab es Anatomie als Begriff in der Form eher anatomisch-physiologisch verstanden. Mit einer Physiologie, die halt im 19. Jahrhundert noch nicht so weit entwickelt war im Wissen. Still denkt was an, was er noch gar nicht wissen konnte. Littlejohn arbeitet das aus. Aber er kommt eben dann in ein Land, und hier kommen wir zu berufspolitischen Fragen, die vollkommen andere Rahmenbedingungen gegeben haben. Das bedeutet, auch wenn Littlejohn das eigentlich umsetzen wollte, war es nicht möglich, weil ihm schlichtweg juristisch die Hände gebunden waren, das anzuwenden. Er durfte keine Patienten behandeln mit Infektionserkrankungen zum Beispiel. Und dann war die Konkurrenz des Bonesetting und dann gab es auch dort eine Assimilation, wie auch in Amerika, zum Beispiel zu den Chiropraktikern, aus Wettbewerbsgründen dann auch. Und damit ist der eigentliche ursprüngliche Ansatz auch dort dann verloren gegangen. Littlejohn selber hat es versucht, so lange wie möglich zu verteidigen, war aber nicht die Persönlichkeit wie ein Still, war eher ein stiller, fast schon autistischer Mensch, der sehr viel in Büchern gelebt hat und also schlechten Unterricht gemacht hat, würde man sagen, heute, also wo die Leute reihenweise eingeschlafen sind. Und er ist bei einer Anhörung 1935 war das, wo die englischen Ärzte eine Breitseite gegen die Osteopathie gefahren haben in der großen Untersuchung, haben sie ihn zerlegt persönlich, also wirklich fertig gemacht. Davon hat er sich nicht mehr erholt auch und ist eigentlich dann aus der Osteopathie mehr oder weniger
verschwunden, im Hintergrund noch da, aber da war es vorbei. Das Entscheidende war, ihm waren nicht die Rahmenbedingungen gegeben, juristisch, wie in Amerika. Und das ist ja eine ähnliche Problematik, die wir auch in der europäischen Osteopathie haben. In den meisten Ländern ist es ja so, es gibt einen Arzt, der die Medizin ausüben darf, aber Physiotherapeuten dürfen es nicht. Sehr viele von denen lernen ja Osteopathie. Sie lernen Osteopathie in einem ganzheitlichen Kontext, vielleicht jetzt nicht so in diesem Kontext wie damals, aber doch in einem medizinischen Kontext, ja. Dürfen es aber nicht anwenden. Mhm. Und da ist immer die spannende Frage, wie geht man jetzt damit um? Ist nicht in Deutschland die Situation durch den Heilpraktikerberuf eine andere? Ich weiß, es gibt diesen Spartan-Heilpraktiker, aber ein allgemeiner Heilpraktiker darf doch fast alles, was ein Arzt darf, oder stimmt das nicht so? Das, also, kommt darauf an, bei was man bei fast wieder meint. Das ist einfach ausgedrückt, ist es so, dass es gibt zwei Berufe mit Bestallung in Deutschland. Das ist der Arzt und das ist der Heilpraktiker. Und die dürfen beide diagnostizieren, auch medizinisch notwendige Sachen entscheiden. Deswegen dürfen Heilpraktiker jetzt auch während der Corona-Krise praktizieren. Auch wenn einige Landesregierungen das immer noch versuchen wegzudrücken. Aber man kann eigentlich innerhalb des Heilpraktikers ein komplettes medizinisches Wissen ausüben und entwickeln. Und damit ist es ein Schutzschirm für die osteopathischen Inhalte. Ja. Es gibt eine andere Bewegung, die sagt, wenn das im Rahmen des Heilpraktikers gemacht wird, dann gibt es keine Möglichkeit für einen Qualitätsstandard. Ja. Ich kenne das Argument und es ist eine schwierige Situation, aber im Prinzip müsste der Heilpraktiker das ja erlauben, eine Osteopathie im ursprünglichen Sinn auszuüben, die auch solche Krankheiten wie Infektionserkrankungen richtig behandelt. Richtig. Die Schwierigkeit ist aber, dass es schlichtweg keine Schulen gibt, die Infektionserkrankungen ausbilden, weil es keine Lehrer kriegt, die es irgendwo gelernt haben. Ja. Das ist die Problematik, dass im Prinzip das tiefe Wissen der damaligen Zeit in diesem breiten Kontext, in diesem allgemeinmedizinischen Kontext, über ungefähr 6-7 Jahrzehnte komplett verschwunden ist. Damit ist natürlich auch die Ausbildung nicht mehr da gewesen. Damit gab es natürlich auch nicht die Lehrer, die das weitertragen konnten. Und jetzt, wo das wieder auftaucht, im Zuge des Auftauchens der alten Texte, fehlt natürlich die Basis, um das zu unterrichten. Man hat zwar so die Grundlagen, die Prinzipien, aber es fehlt tatsächlich die Erfahrung, sage ich jetzt mal, im Klinikalltag. Und das ist der Grund, warum viele, wenn einer mit einer leichten Lungenentzündung kommt zum Heilpraktiker, den nicht osteopathisch behandeln, sondern gleich weiterschicken. Was überhaupt kein Thema ist, wenn man im Grunde sieht, das ist eine ganz milde Sache, das ist ein gesunder Mensch. Dann gibt es wunderbare Behandlungsmethoden für solche Diseases-Erkrankungen. Nur weil man es nicht gelernt hat, fühlt man sich natürlich zu Recht verunsichert. Und jetzt ist für mich immer die große Frage, wenn man das weiß und das wird immer klarer, wie geht die Berufspolitik damit um? Oder ist die Berufspolitik überhaupt der Ansprechpartner, um sich über solche Inhalte auszutauschen? Oder wie geht man jetzt mit solchen Inhalten um? Weil die werden jetzt absolut wichtig in der jetzigen Situation. Und was wäre dein Vorschlag? Was würdest du dir wünschen? Wie könnte das gehen? Du weißt, ich bin Utopist. Das heißt, also ich habe vor allem in den letzten 2 Jahren habe ich eins gelernt, Berufspolitik macht Berufspolitik. Und das ist auch deren Aufgabe und mit inhaltlichen Sachen haben sie große Schwierigkeiten. Deswegen bin ich inzwischen der Überzeugung, dass man eigentlich unabhängig von der Berufspolitik oder berufspolitischer Arbeit eine unabhängige Institution finden muss, die sich rein um diese Inhalte unabhängig von allen anderen Interessen, sowohl Schulinteressen als auch Verbandsinteressen, aus reiner Neugier und Interesse an der Sache mit den Dingen auseinandersetzt, die kritisch aufarbeitet und nicht versucht, daraus irgendwelche Werbefilme zu machen, bei denen dann immer die schönen Sachen gezeigt werden. Du denkst an den kürzlich erschienenen Arte-Film? Ja.
Ja, es ist ein toller Film, wunderbare Bilder. Die schönen, auch es werden sehr wichtige Sachen angesprochen, dass eben auch die Wissenschaft nicht finanziert werden kann, weil einfach die Mittel gar nicht da sind. Es wird wunderbar ausgeblendet, was die Problematik, die große Problematik in der Osteopathie weltweit meiner Meinung nach ist, nämlich dass es eigentlich keinen Konsens gibt, was das eigentlich ist. Ja. Ne? Und da ist für mich das Spannende, wie geht jetzt die internationale Berufspolitik mit dieser Frage um? Oder spielt inhaltliche Frage überhaupt eine Rolle? Und da bin ich natürlich jetzt kein Experte mehr, weil da bin ich dann eher wie so das Bakterium um das Penicillin. So ein bisschen. Da weiß ich nicht, da kannst du vielleicht irgendwas dazu sagen, wieso die jetzige Situation ist, ob Inhalte überhaupt besprochen werden und eine Rolle spielen. Also ich denke, es gibt auch auf der inhaltlichen Ebene langsam die Diskussionen, wo man das klärt, wo dafür auch Platz ist und wo es auch mehr und mehr Konsens gibt. Wenn ich die Situation jetzt vergleiche, im Vergleich zu vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, dann gibt es da schon mehr Gemeinsamkeiten unter Osteopathen. Im Großen und Ganzen, ja, Ausnahmen und einzelne Länder. Und einzelne Strömungen gibt es natürlich immer. Aber ich denke, dass sowohl der Prozess, den wir begonnen haben mit der WHO vor 15 Jahren ungefähr, wo wir auf einer internationalen Ebene nicht nur darüber diskutiert haben, wie lang soll eine Ausbildung jetzt dauern, sondern wo es auch darum ging, was ist eigentlich Osteopathie, wo wir die fünf Modelle zum ersten Mal auch gemeinsam definiert haben und festgeschrieben haben, die jetzt ein sehr wichtiges Konzept geworden sind. Wo wir auch zum ersten Mal versucht haben, eine möglichst komplette Liste von osteopathischen Zugängen und Techniken zu entwickeln. Das war ein erster wichtiger Schritt. Und in der Folge ist das auch in Europa weitergegangen und auch die Schritte, die wir für eine europäische Norm gemacht haben, da ging es schon auch um inhaltliche Sachen. Und ich habe das Gefühl, es ist ein langsamer Prozess, aber es gibt mehr und mehr Konsens. Hast du auch das Gefühl, dass es verschiedene, also so Strömungen gibt, starke Strömungen, die für die das eine Herausforderung ist, dieses Zusammenkommen? Also absolut. So wie du vorher schon beschrieben hast, die angelsächsische Welt UK und mit Australien, die sind einfach sehr stark muskuloskeletal ausgerichtet. Und da gibt es die großen Diskussionen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Osteopathen, einem Physiotherapeuten, einem Chiropraktiker, machen wir nicht alle dasselbe. Etwas, was für uns auch von der Ausbildung, auch vom Werdegang her eine paradoxe Frage ist. Dort in England, wie du weißt, gibt es eine grundständige Ausbildung, wo man nach der Matura sagen kann, ich werde Osteopath und das ist mein Beruf. Und in Deutschland ist es nach wie vor so, in Österreich ist es nur so, dass das ein Zusatz ist, den man zu einem bestehenden medizinischen Grundberuf lernt. Das heißt, alle unsere Absolventen, die sind schon Physiotherapeut, die sind schon Arzt und machen dann noch einmal 6 Jahre Ausbildung bei uns, um Osteopath zu werden. Die wissen genau, was der Unterschied ist. Das ist das, was sie in den 6 Jahren lernen, was sich in den 6 Jahren entwickelt, wie sie ihre Praxis verändert in diesen 6 Jahren. Also ich denke, dass diese unterschiedlichen Ausbildungsmodelle da auch ein bisschen eine Rolle spielen. Und dass die Engländer in ihrer Grundausbildung, in ihrer grundständigen Ausbildung, dass die da auch mehr und mehr in eine klassisch schulmedizinische Richtung gegangen sind. Hast du das Gefühl, weil der Spagat ist ja riesig, ne? Ich meine, wenn du da drauf schaust oder wenn man sich das anschaut, sind diese drei Welten so weit auseinander, dass man sagt, wenn man dann einen Kompromiss findet oder einen Konsens findet, dass dieser kleinste gemeinsame Nenner wichtig ist, vielleicht ein Start ist, aber da genau in dieser Kompromisssituation genau das aufgegeben wird, um das es eigentlich geht, weil in der Osteopathiegeschichte war das immer genau der Knackpunkt. Die Inhalte sind immer an dem Moment über Bord geworfen worden, also nicht ganz, aber wichtige Aspekte. In dem Moment, wo es darum ging, einen Kompromiss zu machen auf einer berufspolitischen Ebene. Bei Kompromissen muss man immer auch ein bisschen nachgeben. Aber Naja, ein bisschen ist halt immer ja. relativ, was? Die Frage ist halt, schaut man sich, also
ich sage mal, muss man ja nicht, ne? Aber wenn man sich es anschaut, dann ist es nicht ein bisschen. Das ist im Prinzip genauso wie jetzt in Deutschland der Prozess, wo es eine starke Bewegung gibt, das auch als eigenen Beruf anzuerkennen, eigenständiger Beruf, also wirklich als vollständiger Beruf. Und die Idee dahinter ist ja auch ganz vernünftig, dass man sagt, dann hat man die Möglichkeit, inhaltlich Qualitäten eigenständig aufzubauen. Die Schwierigkeit ist aber, wenn du anerkannt werden willst als Beruf im Gesundheitssystem, dann musst du den Spielregeln, die da drin sind, folgen. Und vor allem musst du der Grundphilosophie folgen, die in dem System vorgegeben ist. Dann macht man Verwaltungshürden, damit man anerkannt wird. Schrittchen für Schrittchen geht man dann den Schritt rüber. Und irgendwann ist das eigentlich Wesentliche, was ein Widerspruch ist zu dem bestehenden System, weg. Das kann man nachverfolgen in Amerika. Das ging sehr schnell. Um 1900 fing das schon an. Das hat man in England sehr schnell eigentlich auch gesehen. Und das sieht man eigentlich in den Ländern, die ich beobachtet habe, wobei ich natürlich nur in manchen tiefer drin bin, weil ich da andere Kontakte habe. Eigentlich immer dasselbe Prozess. Am Anfang sind Inhalte, die in wesentlichen Dingen einen großen Widerspruch bieten zu dem bestehenden System. Und das ist nicht das ganzheitlich und Funktion und Struktur. Das sind andere Aspekte. Und in dem Moment, wo es darum geht, sich zu etablieren in dem System, was ja absolut verständlich ist, Sicherheit auch, juristische Sicherheit und sowas, in dem Moment geht es aber nur, wenn man im Grunde die Spielregeln übernimmt, auch inhaltlich. Sprich zum Beispiel auf Rezept abrechnet mit einer Diagnose, die Krankheit ist. Und dann sagt man, aber man behandelt den Mensch. Das ist ein Widerspruch. Ja. Die erste Generation weiß es noch, die macht es, ich mache das, weil es halt da steht, aber ich arbeite anders. Aber eine Generation später bricht das weg und die ist anders dann geprägt. Und dann ist das Bewusstsein dafür auch überhaupt nicht mehr da und dann ist es eigentlich nicht mehr die Osteopathie. Dazu müsste man also im Vorhinein einmal definiert haben, was die Osteopathie ist. Und die Frage ist, ob es das gibt. Und vielleicht auch eine Frage an dich. Du verwendest oft den Begriff die ursprüngliche Osteopathie. Und wenn man das liest, dann könnte man meinen, die Osteopathie von Still und von Little John und von Sutherland, das wäre eine Osteopathie gewesen. Ist das so? Gab es nicht auch da schon mehrere unterschiedliche Strömungen und Ideen? Strömungen und Ideen gab es auf jeden Fall. Aber es gab zum Beispiel, als Little John an der Schule war, 1898 bis 1900, gab es mit seinen zwei Brüdern, die auch Akademiker waren, die haben ganz schnell diesen Lehrplan umgestellt, der noch sehr einfach war und zugeschnitten war auf die nicht-akademischen Leute aus dem Mittleren Westen hauptsächlich, die sehr stark an der Anatomie waren. Das war einfach, das war mechanistisch, obwohl Stills Konzept nicht mechanistisch rein war. Hinter dem Mechanistischen steckt nämlich noch mehr. Die Physiologie, die dann praktisch das über, also die verstärkt gebracht worden ist, ist komplexer, ist schwieriger zu lernen, schwieriger zu verstehen. Es gab Widerstände ganz schnell innerhalb der Fakultät, der alten Lehrer und der neuen Lehrer. Es gab ganz schnell Mobilmachung der Studenten hinter die entsprechenden Lager. Und dadurch ist das Bild entstanden, dass die Osteopathie eigentlich sich gespalten hat in die sogenannten Broadists, das sind die, die das erweitern wollten, die hinter Little John sich versammelt haben. Und zwar nicht hinter John Martin Little John, sondern sein Bruder James Little John vor allem. Das wusste ich nicht. Ja, das ist einfach, das sind so Sachen, da halten sich noch viele Gerüchte. Erst wenn man die Originaldokumente sichtet, dann weiß man, was los ist. Und die andere Fraktion, die vor allem hinter einem Sohn eines Vertrauten von Andrew Tanner Still war, das war Arthur Hildreth. Und vor allem zwischen James Littlejohn und Arthur Hildreth gab es persönliche Streitereien. Und das ist John Martin Littlejohn, der stille Autist, sage ich, der in seinem Kämmerchen hockt und Bücher liest, der war da eigentlich überhaupt nicht dran beteiligt an der Sache. Das ist das, was im Außen passiert ist. Im Innen hat Littlejohn eins zu eins alles übernommen, was Still an Grundprinzipien gehabt hat. Er hat es bloß in die moderne Sprache übertragen. Ja. Da hat sich überhaupt nichts verändert. Das heißt, im Prinzip, Littlejohn hat nicht die Osteopathie in die Schulmedizin irgendwie überführt,
Fakt ist, James Littlejohn, sein Bruder, wollte es in der Berufspolitik durchdrücken und hat versucht, solche Kompromisse zu machen. Mhm. Ja, es war Littlejohn, aber nein, es war nicht John Martin Littlejohn. Und die Prinzipien, die immer unter diesen ganzen Streitigkeiten sind, wo sich dann auch die Osteopathie weitergespalten hat im Außen, waren nicht in den Inhalten grundsätzlich. Die Inhalte haben sich dann angepasst bei den Gruppen, die sich berufspolitisch praktisch immer mehr angepasst haben. Darunter liegende Inhalte, die ganz am Ursprung waren, sind absolut homogen und gehen, und da unterhalte ich mich sehr viel mit Jane Stark auch darüber, über die Inhalte. Wir sind der Meinung, dass es ungefähr bis 1910, wo der Flexner Report gekommen ist, zusammen mit Louisa Burns, die das auf die histologische, auf die zellularphysiologische Ebene übertragen hat, ist dieses Konzept in sich geschlossen geblieben und hat sich auch weiterentwickelt innerhalb dieses geschlossenen Konzepts. Und deswegen ist es für mich ein Bereich, wo ich sagen kann, für mich, den kann man als homogenen, inhaltlich abgeschlossenen Osteopathie-Bereich relativ gut identifizieren. Was in der heutigen Zeit nicht mehr möglich ist, deswegen trenne ich das raus. Ich sage nicht, das ist besser als das. Es ist das Einzige, was man im Grunde, wenn man sich die Geschichte anschaut, zusammenfassen kann als geschlossenes Konzept. Und was ist da noch drin? Kannst du uns da ein paar Beispiele sagen, was dieser gemeinsame Nenner in der damaligen Zeit war? Im Grunde geht es um Informationssysteme. Das bedeutet letztendlich, das ist etwas, was heute auch immer wieder angesprochen wird, nebulös, wenn man ganzheitlich sagt, wenn man was weiß ich sagt. Die haben damals sich genau überlegt, was auf anatomischer, physiologischer und histologischer Ebene damit gemeint ist. Das heißt, was da noch drin ist, ist eine vollkommen ausgearbeitete, auf Wissenschaftssprache ausgearbeitete, nicht Theorie, sondern Belege und Beschreibungen, Terminologie, die diese grundsätzlichen Prinzipien beinhaltet. Dazu kommen noch Aspekte dazu, die bei Still extrem wichtig sind, im Zentrum stehen, die bei John Martin Littlejohn nicht mehr so stark sind, bei Louisa Burns wieder auftauchen. Und das ist der Fokus auf den Therapeuten selber. Das heißt, was für eine primäre Haltung zur Welt hat der Mensch, der Osteopathie macht? Das war für Still absolut entscheidend, wenn man seine Texte analysiert. Jetzt im Deutschsprachigen ist es so, in seinen vier Büchern kommt der Begriff Philosophie nun mal 600 Mal vor. Und Philosophieren. Und Technik zweimal. Und das heißt im Prinzip, er ist Amerikaner, unabhängiger Mensch, Amerikaner, selbstständiges Denken, Unabhängigkeit von Europa. Ein Wesensmerkmal für ihn in der Osteopathie, auch für die Osteopathie, war, dass derjenige, der das macht, eigenständig denkt. Mhm. Das ist etwas, was in keinen fünf Modellen zu stehen ist, das zu lesen ist. Da liest man wieder über Krankheitsmodelle und Patienten und was weiß ich. Man liest nichts über die Osteopathen selber. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Unterschied, dass der Osteopath eine primär philosophische, und zwar nicht im akademischen Sinn, sondern naturphilosophische, das heißt neugierige Haltung auf die Welt hat und erst sekundär therapeutisch ist. So ist auch das Leben von Still verlaufen, der primär kein Therapeut war. Das heißt, was sind die entscheidenden Fragen, die sich Osteopathen stellen, ist nicht, wie helfe ich meinen Patienten in der ursprünglichen Osteopathie, sondern was ist Leben? Wie funktioniert Leben? Ich will wissen, wie Leben funktioniert. Ich will es nicht auswendig lernen, anwenden, um jemanden zu heilen. Ich möchte es wissen, weil ich es wissen will. Und dann ergibt sich der Rest daraus von selber. Das ist ein ethischer Impuls. Und das ist weder im Unterricht heutzutage, außer in einer Schule, die Still-Akademie, wo ein Philosoph durch die ganze Ausbildung das begleitet, der auch Still gelesen hat und der das sehr gut kennt, Andreas Grimm. Und der auch sagt, inzwischen Still ist wichtiger für die Philosophiegeschichte als für die Medizingeschichte. Die Problematik ist, dass Geisteswissenschaft in der Medizin rausgebrochen ist. Das ist auch eine historische Entwicklung. In der Antike war das noch alles zusammen. Ja. Da war jeder antike Arzt, war Philosoph, Galen hat eingefordert, dass Ärzte Philosophen sein müssen. Paracelsus auch. Ja. Ne? Das ist weggebrochen und der Begriff Philosophie ist natürlich durch die akademische Philosophie ein bisschen verzogen worden. Das sind halt diese großen Bücher mit den langen Sätzen, wo man im zweiten Satz im Tiefschlaf ist. Das ist nicht die Philosophie, die Still meint. Mhm.
Und diesen Aspekt der Philosophie im Sinne eines Philosophierens, eines Nachdenkens, eines Reflektierens, eines eben nicht einfach übernehmen, ist entscheidend. Und auch der Unterricht, als der noch in der Schule war, war komplett anders. In dem Sinn, dass man sagt, für ihn war wichtig, dass die Studenten oder Schüler zum selbstständigen Denken erzogen werden. Und das ist die Aufgabe der Lehrer, das zu tun. Das heißt auch, sich selber in Frage stellen zu lassen. Ist das nicht, was wir in Clinical Reasoning auch heutzutage unterrichten? Wenn die vorgegebenen Konzepte dann umgesetzt werden als Clinical Reasoning, dann ist es das nicht. So, dass man sagt, man hat also ein Ablaufprotokoll und solche Sachen, dann ist es das mit Sicherheit nicht. Sondern das ist die Grundlagen zu wissen und dann unabhängig von Konzepten, die man als Repertoire im Hintergrund hat, künstlerisch, kreativ zu spielen, individuell, subjektiv zu sein, nicht linear zu sein, aber gleichzeitig auch das Lineare, das Objektive präsent zu haben. Das heißt, eine Gleichzeitigkeit von deskriptivem Wissen, aber Freiheit. Und das widerspricht zum Beispiel unserem System, was immer mehr in Richtung Objektivierung, Abrufbarkeit, Evidence-Based Medicine im Sinne eines objektivierten, nachvollziehbar kontrollierenden, was vollkommen im Widerspruch steht zum Mensch an sich. Und das ist eine interessante Lösung, die damals gegangen worden ist. In dem Sinn, dass man sagt, das fängt nicht damit an, dass jetzt Krankheit anders gelernt wird oder dass Patienten anders gesehen werden, sondern dass man erstmal über sich selber nachdenkt. Und warum tut man das? Dieser Ansatz der Neugier, das ist natürlich immer das Tollste, um irgendwas zu lernen, um irgendwas zu erforschen, um irgendwas zu entwickeln. Nur weil man muss oder weil man es für ein Ziel braucht, das ist immer nur das Zweitbeste. Und ich finde, mir ist es ganz wichtig, auch die Neugier und das selbstständige Denken der Studenten da zu stimulieren und nicht nur Rezepte zu geben. Aber ich weiß, dass das sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Bitte. Da kriegst du keine Schulen voll, da kriegst du auch keine vielen Mitglieder in Verbänden, weil, sag ich mal, wenn wir ganz ehrlich sind, ganz ehrlich, wie viel gehen heutzutage in eine Osteopathieausbildung mit dem Gefühl, ich habe eigentlich keine Ahnung, was das ist, aber ich finde das total geil. Irgendwie finde ich das total, ich weiß zwar nicht warum, und mir geht es auch gar nicht darum, dass ich damit Patienten helfe, sondern ich wollte immer schon mal wissen, was ein Knochen ist und warum der so ausschaut, wie er ausschaut. Wenn das Eingangskriterium wäre in der Schule, dann wären viele zu. Warum? Weil es ist halt nun mal kein Massending. Das sind nicht Berufe. Ich finde die Motivation, dem Patienten zu helfen, aber jetzt nichts Schlechtes. Das klingt Motivation? Ja, klar. Wenn du das so sagst, klingt das, es wäre das was Negatives. Nein. Also da, wo beides zusammenkommt, da, wo ich neugierig bin, auf etwas zu lernen, etwas zu entwickeln und wo das dem anderen nützt und wo das auch nachgefragt wird, da wird ein Beruf draus. Richtig, aber die Frage ist halt, was ist zuerst? Ja. Was ist das Primär, was ist die primäre Haltung in die Welt? Und das ist bei Still ganz klar ein Wesensmerkmal der Osteopathie, das absolut keine Rolle mehr spielt in der modernen Osteopathie. Bis auf eine Schule, wie gesagt. Es gibt in Frankreich noch eine Schule, die unterrichtet im ersten Jahr so gut wie keine Theorie und keine Techniken. Die lässt die Schüler anhand ihres anatomisch-physiologischen Wissens eigenständige Techniken entwickeln. Und die werden in ihren Techniken geprüft. Das wäre im Geiste ursprünglichen Osteopathie. Ich sage nicht, dass es besser ist. Ich sage nur, das ist ein Teil des in den fünf Modellen, vier Prinzipien, drei Säulen, was man immer nennen will oder nimmt, nirgendwo dran ist. Überhaupt kein Thema ist, nicht besprochen wird und einfach schlichtweg ignoriert wird. Was ich verstehen kann in der kulturhistorischen Entwicklung, ganz klar. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wenn man anfängt, wissenschaftlich in die Vergangenheit der Osteopathie zu gucken. Und wenn das Leute machen, die nicht Osteopathie machen und das sehen, dann fragen die, wisst ihr eigentlich, woher er kommt, was ihr seid? Zu Recht. Und dann muss man sagen, das ist nicht die Aufgabe der klinisch arbeitenden Osteopathen, Osteopathinnen am Patienten. Aber ich denke, das ist die Pflicht der Institutionen, egal welche, sich um ihre Identität zu kümmern auch. Denkst du nicht, dass durch das biopsychosoziale Modell, das jetzt in den letzten Jahren immer wichtiger wird, dass dadurch auch automatisch schon ein stärkerer Fokus auf die Persönlichkeit des Osteopathen kommt? Wenn es,
wenn es um die Art geht, wie ich mit dem Patienten umgehe, wenn es um die Art geht, wie ich bin, wenn ich mit dem Patienten bin, dann ist das doch ein ganz neuer Gesichtspunkt, als wir den wir vor 20 Jahren noch nicht so hatten, wo es nur darum ging, finde ich die richtige primäre Läsion und habe ich da die passende Technik, um das zu korrigieren. Ich sehe da schon eine Entwicklung in diese Richtung, die du da beschreibst. Was mich halt immer erstaunt ist, man hätte einen so großen Fundus darauf zuzugreifen, anstatt jetzt wieder von vorne anzufangen und das aus. Jeder erfindet wieder das Neue, was schon längst da ist. Natürlich, ich sage jetzt nicht gefüllt mit dem Wissen, aber ich sage, die Grundstruktur, die Grundprinzipien, die sind zeitlos. Das ist bei der orthodoxen Medizin genauso. Da gibt es Sachen, die man seit 2000 Jahren als Grundprinzipien hat. Prognostik zum Beispiel oder so. Die Osteopathie hat Grundstrukturen, das ist nicht die Wahrheit und das muss man auch immer überprüfen. Aber das muss man mit dem neuen Wissen füllen und das kann man auch. Und dann kann man überprüfen, ob die Strukturen überhaupt noch so gerechtfertigt sind oder nicht. Aber was jetzt passiert ist, dass man sich wieder hinsetzt und sich überlegt, wie sind denn eigentlich unsere Strukturen, obwohl die schon längst da sind, wo man halt vielleicht die Größe mal zeigen muss und sagen, Mensch, wir haben eigentlich was übersehen. Und erstmal das durchzulesen, was da ist, und das ist unglaublich, was da ist. Das ist ausgearbeitet von den Strukturen her, wie das wahrscheinlich erst in 30, 40 Jahren ist, wenn man jetzt dieses Ding weiter bastelt. Was eine tolle Sache ist, wo ich aber sage, warum nimmt man nicht, was schon da ist? Ne? Also, und überprüft es natürlich, ganz klar. Ja. Stell es auf die Probe, aber so fängt man eigentlich neu an. Deswegen trenne ich auch ursprünglich Osteopathie und moderne Osteopathie. Weil die moderne greift nicht zurück. Deswegen ist sie nicht schlechter. Aber ich frage mich, wenn sie den Begriff benutzt, mit welchem Recht? Gibt es da eine gute Quelle dazu, um diese Essenz der Osteopathie, diese Qualität des Osteopathen da besser beschrieben zu bekommen? Oder muss man das Ganze, die ganze Geschichte lesen? Ist das irgendwo gut zusammengefasst? Wo soll man anfangen? Ja, gute Frage, sehr gute Frage, weil die habe ich mir die ganze Zeit, ja seit 20 Jahren gestellt. Und Fakt ist halt, es gibt einfach schlichtweg keine Sekundärliteratur dazu. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die ursprüngliche Geschichte ist nie wissenschaftlich aufgearbeitet worden. Und weil sie nie wissenschaftlich aufgearbeitet worden ist, auf geisteswissenschaftlicher Ebene, auf naturwissenschaftlicher Ebene, einfach ohne irgendwelche Hintergedanken, dass man einfach sagt, was ist denn da eigentlich los? Dann hätte man im Prinzip schon eine Zusammenführung da. Das kann ein Mensch nicht leisten. Das ist unmöglich. Das, was ich mache, ist, ich stoche an der Oberfläche seit 20 Jahren und mehr ist nicht drin. Das kann eigentlich nur im universitären Kontext oder im Wissenschaftskontext in einem großen Projekt gemacht werden. Weil es nicht nur darum geht, Inhalte zu erarbeiten im Kontext der Zeit, sondern auch gleichzeitig zu versuchen, sie in moderne Terminologie zu übertragen auch. Das ist das Nächste. Um dann zu sehen, inwieweit es überhaupt weitergeht. Und erst dann, meiner Meinung nach, fängt Osteopathie an, glaubwürdig zu sein in der Verwendung des Begriffs Osteopathie. Oder auch glaubwürdig, wenn sie sich berufen drauf. Und das ist was, sage ich ganz direkt, da muss man Geld in die Hand nehmen. Da müssen auf institutioneller Ebene muss das passieren. Das kann nicht in irgendwelchen Privatinitiativen passieren. Warum es für mich wichtig ist, nur ganz kurz ist, oder warum ich es für wichtig für die Osteopathie finde, ist, weil eine Identität ergibt sich aus dem Ursprung und der Entwicklung von diesem Ursprung, das man nachweisen kann. Das heißt, wenn die Osteopathie wirklich den Namen Osteopathie benutzen will, selbstbewusst, und sagt, ja, da war irgendwann mal was, und dann sagt einer, was war denn da eigentlich genau und wie seid ihr denn genau von da hierher gekommen? Wenn man das nicht hat, und Medizin hat das in der Medizingeschichte, deswegen haben die so ein Selbstbewusstsein. Die haben eine Identität, egal wie die Inhalte sind. Die Osteopathie hat keine Identität. Und das ist einer der Gründe für das Chaos, das heute ist. Deswegen halte ich die Inhalte für primär vor der Berufspolitik. Weil sonst geht man aufs Schlachtfeld und jeder mit seinem Schwert und jeder meint, das ist das Schwert. Ne? Was toll ist, mit den besten Absichten, aber das muss schief laufen.
Da muss der Karren immer wieder in den Dreck gefahren werden. Aus rein, wenn man den historischen Überblick versucht zu bekommen, das wiederholt sich ja nicht nur in der Osteopathie, das ist ja auch anders. Das ist ein allgemeiner Mechanismus. Jetzt könnte man natürlich weiter darüber diskutieren, ob Inhalte das Schwert sind, mit dem man in der Berufspolitik Kämpfe gewinnt. Es ist zumindest. Da bin ich mir auch nicht so sicher. Es ist insofern, und da kommt so meiner Meinung nach Little John ins Spiel, das geht nicht nur um die Prinzipien, es geht darum, dass man die Prinzipien auf einer naturwissenschaftlichen Ebene knallhart begründet. Und das kann man. Deswegen ist zum Beispiel Louise Byrne so wichtig, weil sie überträgt etwas ganz Wichtiges und es schließt sich der Kreis zu den Infektionserkrankungen. In Europa gab es, als die Bakteriologie anfing, Bernard und Bichon. Die Namen kennt heute kaum noch jemand. Pasteur kennt fast jeder. Die große Frage war, was ist die Ursache der Krankheiten? Und Bichon und Bernard haben gesagt, der Keim ist, das Milieu ist alles, der Keim ist nichts. Das heißt, ein Keim kann nur angreifen, wenn das Milieu es zulässt. Ich habe das auch schon als Pasteur-Zitat gefunden. Hast du deine genaue Quelle? Das ist nicht Pasteur, das ist Bichon. Mhm. Und das ist das Entscheidende. Das wird ihm Pasteur untergeschoben, dem wird alles untergeschoben. Mhm. Warum? Er war ein großer Gegner der Milieutheorie. Mhm. Ein großer Gegner. Das hat mich eben gewundert, weil das nicht zu dem passt, was er sonst vertreten hat. Es ist schlichtweg falsch zitiert. Ja. Mhm. Es ist einfach, boah, klingt gut, Pasteur ist ein großer Mann, also hat es der gesagt. Mhm. Pasteur war ein großer Gegner der Milieutheorie und er hat im Prinzip etwas gemacht, was magisch war. Er hat zwei Schritte ist er gegangen. Den ersten Schritt, er hat den Keim isoliert. Damit hat er aus der normalen Umgebung schon mal rausgenommen, ins Labor. Und hat im Labor ihn angezüchtet, sodass in Massen, die er nie in dem Körper vorkommt. Und aufgrund dessen, dass er in der Petrischale diesen Keim sichtbar gemacht hat, hat er den Feind sichtbar gemacht. Mhm. Und das passt perfekt zum heroischen Helfer. Mhm. Zu dem Arzt, der die Krankheit besiegt. Und schau dir die Medien an, die Begriffe sind überall zu sehen. Mhm. Das ist die Rolle. Das ist der Drachentöter. Und Trump jetzt hat er gerade dem Virus den Krieg erklärt. Ja, es ist auch ein, schau die Zeitung an, schau nach Sieg, kämpfen, erlösen manchmal so, dann schau dir die heroischen Leute an der Front. Mhm. Ne? Diese ganze Sprache, das ist ein Bild, das schon vorher praktisch von den Medizinern sich in dieser naturwissenschaftlichen Physikentwicklung ergeben hat, der heroische Sieger. Und jetzt waren zwei Theorien, die Milieutheorie und die Keimtheorie. Und keine von denen hatte irgendwie einen großen Vorteil. Die Milieutheorie war wesentlich besser begründet von Bichon und Bernard. Aber Pasteur hat den Feind sichtbar gemacht. Mhm. Das Milieu ist komplex, gegen das kämpft man ja, nicht. Ja. Und jetzt hat man was gehabt, was zum System passt. Mhm. Und vor allem, was zu dem Theaterspiel und dem Rollenspiel passt. Das auch die Gesellschaft will. Das ist gewollt. Und deswegen hat Pasteur den Zuschlag gekriegt und hat dann in Laborbedingungen die Impfungen, die ersten, durchgeführt. Und natürlich hat er in Laborbedingungen ganz andere Ergebnisse gekriegt. Und darauf sind die Daten aufgebaut worden. Und darauf ist dann die Welle der Begeisterung losgegangen. Der Triumph, der Sieg. Und in zwei Monaten wird überall in den Zeitungen der Triumph über den Coronavirus stehen. Das ist ganz klar. Den hat man dann besiegt mit den ganzen Maßnahmen. Und Bichon und Bernard sind untergegangen. Still ist ein Anhänger der Milieutheorie. Wenn man das überträgt, wenn man Burns kennt und so, das ist eine Milieutheorie. Und jetzt hast du knallharte Argumente auf zellular-physiologischer Ebene, nicht pathologischer Ebene. Du kannst ganz klar sagen, die Osteopathie ist eine zellular-physiologische Medizin. Mhm. Weil, und das kannst du runterbrechen mit den neuesten naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und zusammenfügen. Und damit ist die Osteopathie tatsächlich eine eigenständige zellularphysiologische Medizin, die neben der zellularpathologischen Medizin, der keimzentrierten, der erregerzentrierten Medizin steht, die milieuzentrierte Medizin. Mhm. Und das ist alles damals schon ausformuliert worden. Nicht in der modernen Sprache, aber in den Details ist das alles da. Es wäre da. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht gegen die Low Back Pain Anhänger, sage ich jetzt mal. Also warum denn? Warum denn? Das schließt ja nicht aus, dass man auch Leuten mit Low Back Pain hilft. Richtig, das ist richtig. Das ist halt dann so ein Beiprodukt,
Das ist eine Möglichkeit, eine Indikation, aber eine unter vielen, vielen anderen. Und der Fokus wird wieder zurückverschoben, vor allem hätte die Osteopathie in solchen Phasen wie der Pandemie große Argumente zu sagen, weil jetzt greift keine Keimtheorie. Der Impfstoff wird frühestens in einem Jahr fertig sein. Jede keimorientierte Vorgehensweise funktioniert nicht direkt. Man kann den Kontakt vermeiden oder das Milieu stärken. Mhm. Aber dazu musst du argumentieren können auf anatomischer, physiologischer, histologischer Ebene. Und das ist alles schon gemacht worden. Mhm. Und das ist das, wo ich sage, das wäre das eigentliche, der eigentliche Schatz liegt noch begraben für den Modernen. Und es wird vielleicht so kommen, dass der eine oder andere damit anfängt, so wie Jean-Pierre Barral im Grunde so neurophysiologische Modelle aufbaut und so. Alter Hut, alles da. Und zwar viel weiter ausgearbeitet und viel detaillierter im Gesamtkontext. Und ich befürchte halt, dass jetzt wieder lauter nicht neue Leute kommen, die neue Dinge erfinden und sagen, wow, super, wir haben es weiterentwickelt. Mhm. Und das nicht, dann nicht dagegen gefahren wird. Jeder Schritt, der als neu erfunden vorgestellt wird, aber schon in der Osteopathie da ist, wird bei einer wissenschaftlichen Überprüfung die Osteopathie unglaubwürdig machen. In ihrer eigenen Wahrnehmung. Das habe ich nicht verstanden. In der Selbstwahrnehmung. Das heißt im Prinzip, dass man sagt, naja, wenn die meinen, das ist neu, aber es ist ja schon alles bei ihnen da, machen die keine vernünftige Anamnese mit sich selbst? Das Problem ist, die Texte erschließen sich einem nicht leicht. Stil zu lesen ist wirklich harte Kost. Deswegen Institutionen. Und dass du ihn übersetzt hast und dass du ihn kommentierst, das macht das Ganze schon etwas zugänglicher. Aber trotzdem ist es auch bei Stil ja so, dass es nicht, dass man da diese Essenz, dieses Gemeinsame, das findet man nicht. Das hat er auch absichtlich gemacht, damit man sich eben Gedanken drüber macht. Ein guter Freund von ihm, John Music, war einer der größten Essayisten im Mittleren Westen. Und das ist, also ich habe eine russische Philologin kennengelernt, die seit 10 Jahren oder in den letzten 10 Jahren die Stilltexte analysiert hat, aus philologischer Sicht, sprachwissenschaftlich. Und ich sage, das sind 4 Sprachgenres. Und da sind ganz, ganz geschickte rhetorische Stilmuster drin. Die können nicht von Still allein sein. Und es ist der Verdacht, dass John Music so eine Art, nicht Ghostwriter ist, aber dass sie das zusammen so ein bisschen konstruiert haben. Ne? Und Still hat gerne gespielt mit den Leuten, dass sie zum Nachdenken kommen. John Music ist 1907, glaube ich, gestorben. Das letzte Buch, Forschung und Praxis, 1910, ist in einem ganz anderen Stil geschrieben. Er will nicht, er schreibt es auch wörtlich in einem Vorwort. Ich weiß, was ihr erwartet, aber das kriegt ihr nicht. Er will, dass das erarbeitet wird. Er will eben nicht ein Sammelwerk bringen, wo man sagt, ja, der hat es ja nicht beschrieben. Ja. Natürlich, man muss sich halt Mühe geben, aber man muss sich auf institutioneller Ebene auch die Mühe geben. Das ist ein Riesenprojekt. Das ist ein Riesenprojekt, das Wissenschaftsdimensionen hat. Eine Universität hat 10 Jahre damit eigentlich zu tun. Aber es geht nicht anders, weil es ist ein hochkomplexes Thema. Also auch Jane sagt es, das ist eine komplex, was Till darstellt, ist hochkomplex. Und es ist nicht rein interpretiert. Je mehr man sich damit beschäftigt, umso deutlicher wird es. Aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und das ist nicht die Aufgabe der vielen Leute, die draußen praktizieren. Das ist die Verantwortung derjenigen, die institutionell unterwegs sind. Meiner Meinung nach. Weil, wenn das nicht gemacht wird, dann hat man eigentlich gar nicht, dann fängt man an, was Neues zu konstruieren auch, was in Teilen übereinstimmen könnte oder nicht. Es ist eigentlich, ich sage jetzt mal, nicht besonders intelligent. Anstatt, dass man zurückgeht, es ist verständlich, weil klar, dann haben wir so einen Namen auf dem Buch, ist auch schön, aber es wäre vernünftiger, zurückzugehen und zu sagen, erst arbeiten wir mal auf, dann schauen wir mal, was da ist und dann fangen wir an, damit weiterzugehen und dann haben wir auch was in der Hand, wo wir berufspolitisch ziemlich gut begründen können. Dann bringt man nämlich die Gegenseite in Erklärungsnot und muss sich nicht verteidigen. Wenn man sagt, das ist so und so und so und so, das ist ja eure Anatomie, das ist eure Physiologie, das ist eure Sprache. Béchon, Bernard haben das gesagt, das Milieu und jetzt schauen wir mal raus. Ne? Corona-Krise, was hilft denn halt eigentlich? Ne? Das Milieu im Moment.
Ja, wunderbar, gibt es Techniken für die Lunge, wunderbar, super Techniken, ne? Lymphfluss, was weiß ich, ähnliche Sachen und so. Ne? Und da gibt es ja aus den letzten 10 oder 15 Jahren von den amerikanischen Kollegen durchaus auch Forschung, die den modernen Standards entspricht. Ob das jetzt Lisa Hodge in Texas ist oder Noll und Degenhardt in Kirksville, da gibt es eigentlich schon was. Und ich habe ein bisschen in die Literatur geschaut, in die neuere, und es scheint so, dass jedes Mal, wenn eine große Grippewelle kommt, wenn eine große Pandemie kommt, dann gibt es irgendeinen Osteopathen, der dann sagt, eigentlich hätten wir da auch etwas. Von Jato habe ich was gefunden, von Mike Patterson habe ich was gefunden. Ja. Was viele vergessen, ist einfach tatsächlich, es gibt schon ein Ereignis, über das alle reden jetzt im Moment, ist die spanische Grippe. Es gibt ein Ereignis in der Geschichte der Osteopathie, das auch dokumentiert worden ist. Das ist alles da. Nur, es ist so irgendwo, ja, wo fangen wir denn an? Yep. Ne? Und anstatt zu sagen, wir brauchen nicht anfangen, wir können aufsetzen. Warum muss immer wieder angefangen werden? Yep. Neu. Und vor allem nach außen getragen werden, wir haben das gemacht. Warum? Warum muss das sein, dass der Verband oder die das Neue und den Gemachten? Aber das ist, du weißt, ich bin Idealist und da. Wie du sagst, hat halt jeder gern seinen eigenen Namen auf einer Technik oder auf einem Buch stehen. Ja, ich kann nur den Schülern, und das mache ich in den Seminaren auch immer raten, ausgesprochen skeptisch zu sein. Nichts zu glauben, auch das, was ich erzähle. Das ist der letzte Stand des Irrtums, sage ich immer, was ich erzähle. Und vielleicht mache ich mir einen Spaß draus und erzähle das jetzt einfach nur, weil das eine schöne Geschichte ist. Und Menschen lieben ja Geschichten. Ne? Ja, ist vielleicht ein schöner Punkt, langsam zu einem Ende zu kommen. Ein Punkt, wo wir uns einig sind, weil auch das ist etwas, was ich auch unseren Studenten am ersten halben Tag der Ausbildung erzähle, dass sie viel Neues hören werden, aber dass wir nicht von ihnen erwarten, die Dinge einfach zu glauben. Die wir ihnen präsentieren und die wir unterrichten, sondern dass Hinterfragen und Diskutieren und auch kritisches Denken nicht nur erwünscht sind, sondern sogar ganz wichtig als Eigenschaft. Dazu braucht es aber auch einen geeigneten Geist an der Spitze dieser Institution, sag ich mal, der auch mal gerne wir tun, was wir können. Genau. Ja. Ich schaue mal kurz nach, ob es Fragen aus dem Chat gibt. Wie wurde während der spanischen Grippe osteopathisch gearbeitet? Die erste Frage. Sehr gut. Gute Frage. Ist gleich das beste Beispiel. Antwort. Anatomiebuch, Physiologiebuch zur Hand nehmen. Vegetative Nervensysteme anschauen. Auf Segmentalebene Versorgung der Lungen. Das bedeutet vor allem somatoviszerale Reflexbögen, viszerosomatische Reflexbögen. Erstmal das überhaupt zu verstehen, wie das zusammenhängt. Wie die Lunge auch vegetativ versorgt wird, wie die Flüssigkeitsversorgung dort ist. Also wichtig, ins Detail zu gehen, in diese somatovisceralen, viszerosomatischen Reflexbögen. Das muss man als Grundwissen haben, weil wenn man das nicht hat, dann kann man die Techniken auch nicht anwenden. Und dann kann ich das jetzt natürlich nicht zeigen, darum geht es auch nicht. Es geht einfach darum, dass diese Nerven und diese Flüssigkeit, diese Informationssysteme frei sind. Und das gibt es verschiedene Ansätze. Im Prinzip, Lilton hat die GOTs gemacht. Das ist das Einfachste, dass man versucht, einfach hinten das ein bisschen locker zu machen. Ganz locker rhythmisch arbeiten. Dass die Brustwirbelsäule aus den Bereichen, wo das versorgt wird, einfach rhythmisch gearbeitet wird. Da muss man keinen speziellen Griff machen. Es geht darum, dass man versteht, was man tut. Was man will. Wo will ich hin? Die Technik ergibt sich dann von selber. Die muss man nirgendwo gelernt haben. Das ist eigentlich die Methode, wie sie es früher gemacht haben in der ursprünglichen Osteopathie. Technik wird nicht abgeguckt. Das heißt, trauen Sie es sich zu, dass wenn Sie anatomisch-physiologisches Wissen haben, trauen Sie sich es zu, selbstständig dort zu arbeiten, wo Sie meinen, dass es richtig ist. Wenn Sie verstehen, was Sie wollen, ist es vollkommen egal, wie eine Technik ausschaut. Sie werden auf die richtige Technik kommen. Es gibt Möglichkeiten, dann in Büchern nachzuschauen, wo vielleicht Techniken drinstehen, die auf dieses neurophysiologische oder diese neurophysiologischen Zusammenhänge gehen. Aber jetzt
ist der einfachste und schnellste Weg, an die Anatomiebücher zu gehen, an die Physiologiebücher zu gehen, die vegetativen Verbindungen in die Lunge vor allem, in die Atemwege anzuschauen, Lymphabfluss, solche Dinge, und dann einfach sich zutrauen, selber machen Sie irgendwas. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie verstehen, worum es geht, glauben Sie mir, der Körper wird es erkennen. Dem ist die Technik egal. Der wird sagen, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber ich weiß, was du meinst. Mache ich. Trauen Sie sich zu. Ja? Ansonsten kann man natürlich dann immer weiter recherchieren. Auch es gibt in der amerikanischen Literatur, natürlich aus der Zeit, gibt es einige Bücher, die sich damit beschäftigen, auch wo sie auch Bilder und Texte finden, aber die sind halt nicht mehr aufgelegt. Das wäre so meine Antwort. Danke. Zweite Frage wäre, in welchen Quellen ist diese Wissen über Milieu und Infektionen denn schon vorhanden? Im Still-Kompendium? In den Grundprinzipien natürlich. Bei Still finden Sie alle Grundprinzipien, auf die dann später aufgebaut werden. Also der hat die Grundprinzipien beschrieben, nicht in der terminologischen Sprache, wie wir das heute kennen. Manchmal angedeutet, manchmal nicht. Ne? Der nimmt halt Begriffe, militärische Begriffe, religiöse Begriffe, weil er will nicht uns ansprechen, sondern die Leute aus dem Mittleren Westen damals. Und die haben nur diese Sprache halt verstanden. John Martin Littleton beschreibt einiges davon. Ich darf Ihnen, jetzt mache ich natürlich mal ein bisschen Werbung. Ja, bitte. Sonst lohnt sich das ja gar nicht für mich. Gell? Nennt sich Osteopathische Diagnostik und Therapie. Das ist ein dickes Buch. Das ist sowas wie ein Praxishandbuch. Da werden über 60, 70 Seiten wird über Fieber gesprochen. Und das ist das Grundprinzip, was dahinter steckt, ist auch da beschrieben, wie das zusammenhängt. Es ist natürlich nicht ganz vollständig. Die Reste kann man sich zusammensuchen, aber da steht sehr viel darüber drin, wie aus osteopathischer Sicht das gesehen wird. Und dann gibt es auch zum Lernen noch diesen Atlas hier, das ist Angewandte Anatomie, das ist 1907 geschrieben worden von einem Lehrer an der Schule von Still. Ist bis heute, nee, stimmt nicht, letztes Jahr ist an einer rausgekommen, bis vor einem Jahr der einzige Anatomieatlas, der jemals von einem Osteopathen geschrieben worden ist. Und vor allem ist er aus der Zeit damals geschrieben worden, als man Infektionserkrankungen gemacht hat. Und wenn Sie reinschauen, sehen Sie, hören Sie mich noch? Hörst du mich noch? Wir hören dich noch, aber das Bild ist eingefroren. Ja, weil ich gerade hier irgendwann jetzt müsste wieder gehen. Das ist ein Anruf gekriegt. Wenn man es aufschlägt, sehr viel Text. Ne? Und wenn Bilder, dann vegetative Nervensysteme. Warum? Jetzt werden die Zusammenhänge erklärt. Und die Grundlagen, das Buch ist geschrieben worden für fertige Osteopathen, ist sozusagen für Postgraduates mehr oder weniger, damit man das visualisieren kann aus dem osteopathischen Denken. Aber auch hier sieht man wieder, es werden keine Techniken, es ist in keinem Buch irgendeine Technik drin. Weil, ob Sie es so machen oder so oder so oder so, es ist vollkommen egal, wenn Sie wissen, was Sie tun und verstehen, was Sie tun. Das ist eigentlich die Idee der ursprünglichen Osteopathie auch gewesen. Okay? Nächste Frage ist, welche Literatur wird die spanische Grippe schon dokumentiert? Es gibt kein Buch darüber. Es gibt, wenn Sie in der JOA, also in PubMed zum Beispiel, also in der großen medizinischen weltweiten Datenbank schauen, spanische Grippe, Osteopathie, gibt es einige Sachen dazu. Und es gibt ja in den Archiven, vor allem in Kirksville, gibt's, jetzt ist das Bild wahrscheinlich wieder eingefroren, ja, oder? Ja, aber wir hören dich noch. Ja, weil gerade jemand anruft. Alles klar, jetzt müsste ich wieder da sein. Es gibt, und das ist das, wo ich sage, das hat die Osteopathie schlichtweg versäumt, es gibt einfach in den Archiven diese ganzen Unterlagen. James Dark hat das alles sich angeguckt, hat alles kopiert. Es ist nicht veröffentlicht, weil es niemanden interessiert, weil halt kein Geld investiert wird in die Zurückveröffentlichen und noch. Die jetzige Situation wäre ein Weckruf, dass man jetzt genau das macht, dass man versucht, Osteopathie, spanische Grippe wirklich als umfassend aufzuarbeiten. Im Hinblick darauf, dass hier Milieutherapie gemacht wird. Zellular-physiologische, milieuzentrierte, im Gegensatz zu keimzentrierten, zellular-pathologischen Medizin. Das ist eigentlich das Entscheidende.
Die nächste Frage ist, kannst du im wesentlichen Prinzipien der ursprünglichen Osteopathie in einem Satz darstellen? Also wenn ich das könnte, dann würde ich wahrscheinlich den gleichen Fehler machen, der immer wieder gemacht worden ist, dass man was Komplexes auf was Einfaches reduziert. Ich sage immer, der Osteopath ist ein philosophischer Kunsthandwerker und daraus ergeben sich alle Prinzipien. Das klingt natürlich jetzt nicht sehr hilfreich, das ist mir schon klar. Im Prinzip würde ich sagen, einfach ausgedrückt, die Rahmenbedingungen bestimmen die Prozesse. Das bedeutet, was kann ich an welchen Rahmenbedingungen machen? Die Prozesse werden dem folgen. Der Blick ist nicht auf den Prozessen, wie kann ich den Prozess direkt beeinflussen? Wie kann ich irgendwas direkt beeinflussen? Wie kann ich Umgebungen schaffen, Bedingungen schaffen, innerhalb derer sich die Dinge von selber organisieren? Ist das jetzt Structure Governs Function? Das kommt darauf an, weil da verstehen viele Leute was sehr unterschiedlich, frage ich ja. Ne? Und deswegen, also ich benutze diese Begriffe auch sehr ungern, weil sie ja schon abgegriffen sind. Structure stimmt in dem Sinn nicht. Ich benutze den Begriff Bedingungen oder Rahmenbedingungen. Der antike Ausdruck dafür wäre Form. Das bedeutet, und zwar nicht im Sinne des materiellen rein, sondern Umgangsform ist auch eine Form. Formen bestimmen, was in diesen Formen passiert. Deswegen ist der ursprüngliche Begriff des Heilens bedeutet auch das Beheben eines Formmangels in der Antike. Und genau das ist das, worum es geht. Welche Form hat einen Mangel? Eine Läsion, nennen es wie man will. Und darum geht's und nicht im Prinzip um das, was da drin passiert. Das passiert von selber dann. Dem kann man auch vertrauen. Das ist jetzt nicht ein Satz gewesen, aber kennst mich ja. Nächste Frage. Warum wird in der Ausbildung nicht auf Grundlagen eines gesunden Milieus hinsichtlich Nährstoffen eingegangen? Da könnte ich jetzt gemein antworten und sagen, fragen Sie bitte Ihre Schule und Ihre Lehrer. Das wäre eigentlich auch das, was so der eigenständige Denker dann macht. Der fragt da mal nach. Das ist sehr unbequem. Das andere ist, weil man sich schlichtweg mit der Sache nicht auseinandergesetzt hat, inhaltlich. Dass man die Idee, die damals war, nicht versucht hat, im Kontext der damaligen Medizin zu sehen, im Sinne dieses, was Gesundheit und Krankheit ist, was in der Medizin gemacht worden ist, ist diese Zellularebene entdeckt worden. Und dann hätte man sofort erkannt, dass bei Still im Grunde die Richtung von Bernard Béchamp gegangen wird. Da aber das alte, alles altes Zeug ist und wir ja heute viel weiter sind, hat sich niemand dafür interessiert. Hat Ernährung damals eine Rolle gespielt in der Osteopathie? Ja, bei Little John, weil Little John, also bei Still auch ein bisschen, der sagt zwar, wenn du Gott beieinander bist, kannst du ein totes Pferd von der Straße essen. Mhm. Nur so nach dem Motto, nicht das Essen entscheidet, was in dir passiert, dein Körper entscheidet, was mit deinem Essen passiert. Ne? Aber bei Little John war es dann so, dass er der hat den Fokus von den fließenden Flüssigkeiten auf das Nervensystem verschoben, als zentrales Informationssystem. War bei Still zwar auch schon da, aber in der mechanistischen Zeit ist halt mehr auf das Physikalische Wert gelegt und das ist die Flüssigkeit. Little John ist eine Generation später, deswegen er verschiebt es auf das Nervensystem. Und da ist die Frage, welche Rahmenbedingungen gehen ins Nervensystem? Alles. Und deswegen ist für Little John Ernährung wichtig, deswegen ist Psyche wichtig. Der hat 1899 das Fach Psychophysiologie eingeführt in Kirksville. Das ist im Grunde Bioscience im besten Sinn damals schon gewesen. Das bedeutet, auch da war vollkommen klar, wie Ernährung funktioniert. Ich habe letztes Jahr in der Wellcome Library in London in den Archiven habe ich Originale gefunden, getippte von Little John, wo er den Zusammenhang zwischen den Techniken am Rücken und der Verdauung auf histologischer und biochemischer Ebene beschreibt. Schätze warten. Ne? Also ja, es hat eine große Rolle gespielt und es war eigentlich auch schon, die Zusammenhänge waren auch beschrieben.
Nächste Frage wäre, was ist für dich Gesundheit? Kein Ding. Gesundheit existiert in der Realität nicht. Gesundheit ist ein Begriff erstmal nur, unter dem viele Leute viel verstehen, der aber im Grunde nicht festzumachen ist. Es wird so ein bisschen suggeriert, genau wie bei Krankheit, dass das Sachen sind, die existieren in der Realität. Aber Gesundheit existiert nicht in der Realität, genauso wie eine Krankheit. Die Symptome ja, aber Krankheit selber ist nur ein Begriff, den wir akademisch benutzen. Und es wird von jedem für sich selber anders definiert oder gefühlt. Es ist ein Zustand, es ist eine Wahrnehmung, es ist ein subjektives Ding, nicht ein Ding, ein subjektives Geschehen. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, es kann anhand der Symptome objektiviert werden, aber nicht die Gesundheit selber, sondern wie sich Gesundheit ausdrückt. Aber man kann über diese objektivierten Ausdrücke, Blutdruck, solche Sachen, nicht die Gesundheit rückwirkend synthetisiert nehmen. Gesundheit ist einfach nur ein Begriff. Das ist kein Ziel. Danke. Okay. Super, wir hatten noch nie so viele Fragen. Oh, danke. Freut mich. Was mich auch sehr freut, dass da mehr Austausch ist und dass da mehr Interaktion passiert. Waren auch tolle Fragen, muss ich dazu sagen. Also waren richtig gute Fragen. Gut, wir könnten noch eine Stunde oder zwei weiter diskutieren wahrscheinlich. Das Thema ist groß und auch wichtig. Aber ich glaube, wir machen Schluss, solange noch Zuhörer da sind. Wen es interessiert übrigens wirklich, wer da mehr Interesse dran hat, die Seminare, die ich gebe in den Schulen, die sind auch offen und da kann man dann auch rein, dann geht es 2 Tage nur um diese ganzen Geschichten. Mhm. Also nur, wenn es interessiert hat. Super. Auch noch einmal von meiner Seite den Hinweis, es gibt unter jolandos.de einen wunderbaren Buchversand und wenn ihr osteopathische Bücher kauft, nicht nur vom Jolandos Verlag, sondern auch andere, und ihr habt die Wahl, das bei einem großen amerikanischen Konzern zu bestellen, was zwar sehr bequem ist, oder bei einem kleinen osteopathischen Buchhändler, dann würde ich doch vorschlagen, den osteopathischen Buchhändler zu nehmen. Der Raimund kriegt keine Prozente für das, was er das sagt. Da reden wir noch. Genau. Gut, also okay. Christian, vielen Dank. Sehr spannende Diskussion, wie immer. Und ich hoffe, wir können das fortsetzen bei Gelegenheit. Ja, und ich sage Baba. Den Zuhörern und dir auch nochmal danke. Ciao, schönen Abend noch. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen. Morgen geht's weiter mit einem anderen Freund von mir, mit Michael Mulholland aus Sydney. Und weil Michael weit weg ist und die Zeitverschiebung groß, haben wir morgen eine andere Zeit. Anstatt 6 Uhr wie heute geht's morgen erst um 20 Uhr los. Michael ist Osteopath in Sydney, hat dort gearbeitet als Osteopath und hat dann begonnen, sich zu engagieren. Zunächst in den australischen osteopathischen Organisationen, war dann dabei, als wir die World Osteopathic Health Organization gegründet haben und war dort Präsident, war dann dabei bei der Osteopathic International Alliance. Und er will uns ein bisschen erzählen, wie so sein Werdegang war, wie das dazu kam, was seine Motivation war, sich da überhaupt zu engagieren und da überhaupt was zu tun. Und auch, wie so der Wechsel geklappt hat bei ihm, als er vor einem Jahr dann sein Sabbatical angetreten hat und ein Jahr lang auf seinem Segelboot verbracht hat. Er wohnt auch jetzt im Moment noch auf dem Boot, ist aber schon stationär wieder in Sydney. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Unterrichtenden für Functional Technik und auch für seinen neuen Pain Science Kurs. Morgen geht es einmal mehr um sein Engagement in den Organisationen. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Thumbs Up gebt auf YouTube, wenn ihr uns liked auf Facebook, wenn ihr das retweetet auf Twitter. Und was immer man auf Instagram mit solchen Dingen macht, teilt es. Je mehr Leute da dabei sind, desto mehr Diskussion gibt es, desto mehr Auseinandersetzung und desto mehr verbreitet sich vielleicht auch die Osteopathie. Schönen Abend, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns morgen.